Und weiter geht's gleich noch mit der Verteidigung des gestrigen Abends. Hardcore Heroes gegen Heroes of Disaster hier auf Server 3. Wir haben alle 5 Trophäen, Heroes of Disaster haben nur 2 Trophäen. Und deswegen wird es sicherlich ein sehr schwerer Kampf für uns werden, hier gegen Heroes of Disaster zu bestehen. Sie sind ja berühmt für ihre Angriffe gegen uns, wo sie ja glücklicherweise immer gew öfters gewinnen. Aber ich sag mal so, es ist eine Verteidigung. Wir können uns dagegen nicht wehren, weil wir natürlich nicht auf ja, Fake-Deaths setzen. Wer damit den Begriff nichts anfangen kann, also es ist eine Fake-Verteidigung, das heißt, jemand aus dem Team macht sich einen zweiten Charakter, was ja sowieso verboten ist, erstellt damit ein Team und greift sein eigenes, beziehungsweise also das Team, wo man mit seinem Hauptcharakter drin ist, an, um vor Angriffen von stärkeren Teams zu schützen. Ja. Dies machen wir natürlich nicht. Heroes of Disaster hat uns angegriffen, hat die Gunst der Stunde erwischt. Und Robi Robben sieht jetzt langsam wirklich so aus wie ich. Also das ist wirklich erstaunlich. Entweder hat er sich bei mir abgeschaut oder er sieht schon die ganze Zeit so aus. Also jetzt hat es mir gerade sehr aufgefallen. Ist es mir. Oh, was erzähle ich denn hier? Es ist mir gerade sehr aufgefallen, dass er wirklich sehr große Ähnlichkeit zu mir hat. So, jetzt ist unser Vorsprung weg. Mardcore wird hier Fitzband zwar besiegen, aber ich glaube, früher oder später werden wir hier in den Nachteil kommen, also in den. Dann wird halt Heroes of Disaster einen Kämpfer mehr haben als wir. Und wir werden diesen Teamkampf sicherlich verlieren. Ja, ich kann es ja schon sagen. Nein, ich sag's noch nichts. Man hat ja bei dem Angriff vorhin schon eine Kleinigkeit gesehen. Ich habe es nicht kommentiert, weil ich ja euch auch noch ein bisschen die Spannung lassen wollte. Aber man hat es, wer am Ende richtig hingeschaut hat, hat schon was gesehen. Und ja, wir werden es sicherlich auch gleich hier sehen. Zolin hat sich nicht, hat sich angemeldet, ja, aber nur mit Konditionsequipment, hat sich nicht umgezogen. Schade. Lash hier ohne Equipment, das ist bitter für Heroes of Disaster. Aber nun gut. Also zurzeit sieht es noch gut aus für uns, aber ich kann mich daran erinnern, dass Heroes of Disaster am Ende richtige High-Leveler hat, die hier ordentlich dann nochmal abräumen werden. Elvira hier schon mit guten Stats. Ja, jetzt fangen die sehr guten Stats an, wo sie wirklich kontinuierlich über unseren Stats sind. Shorty 2 jetzt hier am Start, wird Fabio nicht besiegen können, so ist es. Eulie könnte ihn eigentlich besiegen, schafft es auch sehr gut. Jagdfieber jetzt am Start für Heroes of Disaster und ich jetzt hier gegen Jagdfieber. Beginne. So, jetzt die letzten 5 von Heroes of Disaster. Keine Melone aufgeladen, zumindest Lexor hat keine Melone, die er werfen kann. Und es wird richtig spannend. 5 gegen 6, wir haben 5 Melonen, wer weiß, wie viel Heroes of Disaster haben. Aber nun gut. Schauen wir mal. Boss hier gegen Lexer dürfte er eigentlich ohne Probleme hier besiegen können. Genau. Jetzt kommt Kloppo und hat er eine Melone? Nein, er hat auch keine Melone. Okay. Aber ich sag euch, Gerchi, Panzerfahrer und Teamleiter 240, die sind nicht zu unterschätzen. Sie sind ungefähr in unserem Stufenbereich, also 250. Und ja, das wird richtig hart gegen sie dann zu bestehen. Vor allem Blackwing 2, genauso wie beim Angriff von gestern Mittag. Nicht umgezogen, immer noch Konditionsequipment, sehr starkes Konditionsequipment an. Ich sage ja nichts, wenn man mal 100 oder 200 Konditionen mehr hat als Grips und Intuition, aber wenn man schon 1000, 2000 Skillpunkte mehr bei Kondition hat als bei den anderen zwei, dann ist es schon bitter. Hier, 4 gegen 4. Kloppo wird jetzt hier noch von uns Egoisten besiegt, aber wie ich gesagt habe, nee, Gerchi 195 bloß. Habe ich die nur so stark eingeschätzt? Okay, aber ihre Skillpunkte, wenn man die sich so anschaut, die sind schon ziemlich stark für ihr Level. Sie haben 2 Trophäen, also das wird hier hart gegen die letzten 3 hier zu bestehen. Olala darf jetzt wieder eine Melone werfen gegen Gerchi. Ist jetzt auch nicht bestens geskillt. Ziemlich wenig Intuition, aber vielleicht ist das sein Skill-Modus. Okay, Panzerfahrer hat jetzt hier eine Melone. Und ja, die letzten 2 mit Melonen, das dürfte die Entscheidung bringen. Wie ich sagte, Panzerfahrer 220, also das ist schon jetzt in unserem Bereich. Also wenn Panzerfahrer jetzt hier versäumt, Delphi zu besiegen, dann könnte es noch knapp werden. So, Delphi besiegt hier Panzerfahrer. Und Teamleiter 2404 wird mit seiner Melone hier Delphi besiegen. Und dann kommt es auf League an.
Und liegt. Nein. Schaut euch die. Das wird knapp. Kritischer Treffer. Das hätte nicht passieren können. Die Skills sagen eindeutig das Ende von League voraus. Und so ist es nun auch. League verliert und wir verlieren 930 Ehre sowie unsere Energietrophäe. Ja, und ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich schon bei dem Angriff vorhin wusste. Da stand nämlich hier verbleiben 4 schon. Obwohl wir vor uns eine gewonnen haben, also hätten es eigentlich 5 sein müssen. So kann man immer schon ein bisschen vorausahnen, wie der nächste Teamkampf ausgegangen ist. Nun gut, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und verabschiede mich mit einem Fabi.